Mein Name ist Petrus und ich bin ein Jünger Jesu. Heute möchte ich euch die Geschichte vom letzten Abendmahl erzählen. Alle freuten sich auf das Passafest, das wurde in Israel jedes Jahr gefeiert. Dabei denken wir Juden daran, wie Gott uns aus Ägypten und aus der Sklaverei befreit hatte. Jetzt rückte dieser Tag immer näher. Petrus, Johannes, rief Jesus, geht und bereitet das Passafest vor. Wo sollen wir es vorbereiten, fragte ich. In der ganzen Stadt ist viel los, denn alle bereiteten sich auf dieses Fest vor. Wir würden dafür einen großen Raum brauchen. Aber Jesus hatte schon an alles gedacht. Geht in die Stadt, erklärte er. Dort werdet ihr einen Mann sehen, der einen Wasserkrug trägt. Geht ihm hinterher in das Haus, in das er geht. Johannes und ich machten sich auf den Weg, und genau wie Jesus es gesagt hatte, war es. Wir fanden den Mann und wir folgten ihm. Als wir in das Haus gekommen war, zeigte der Hausherr uns einen großen Raum. Er war mit Kissen ausgelegt. Haben wir alles? Überlegten wir noch einmal. Ja, wir hatten an alles gedacht. Schließlich war es auch nicht das erste Mal, dass wir das Passafest vorbereiteten. Aber dieses Mal war es doch etwas Besonderes. Wir alle spürten, dass es für Jesus sehr wichtig war, und auch wir Jünger wurden immer aufgeregter. Aber dann war es endlich soweit. Am Abend waren Jesus und wir alle in dem Raum zusammen. In der Mitte stand ein Tisch. Darauf lag das ungesäuerte Brot. Nach der Befreiung aus Ägypten hatte Gott gesagt, denkt daran, wie ich euch befreit habe. Israeliten mussten sehr schnell aus Ägypten aufbrechen. Sie hatten nicht mehr Zeit genug, den Sauerteig für das Brot zu bereiten. Und so haben sie den Teig mitgenommen und gebacken. Das war das ungesäuerte Brot. Jetzt zum Passafest aß man wieder Brot ohne Sauerteig, um sich daran zu erinnern. Auf dem Tisch standen auch Schalen mit Salzwasser, die erinnerten an die Tränen der Israeliten. Als sie in Ägypten Sklaven waren, haben sie viel gelitten. Dazu gab es auch bittere Kräuter, die an die schwere Zeit erinnern soll. Wir Jünger und Jesu wollten das Passafest feiern und daran denken, dass Gott die Israeliten aus Ägypten befreit hatte. Johannes und ich hatten alles vorbereitet und jetzt konnten sich Jesus und seine Jünger an den Tisch legen. Damals setzte man sich nicht an den Tisch, an Stühlen, sondern man legte sich um einen niedrigen Tisch herum. Es war eine fröhliche Stimmung, denn es war wie jedes Jahr ein besonderes Fest. Ich bin so froh, dass ich hier mit euch feiern kann, sagte Jesus. Ich habe mich so danach gesehnt, das Passafest jetzt noch einmal mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss. Wir schauten uns schweigend an. Wieder sprach Jesus davon, dass er leiden müsste und sterben muss. Wir wurden traurig. Warum musste Jesus denn leiden? Gerade jetzt, bei diesem Fest, und davon anfangen zu sprechen. Wir wollten uns viel lieber daran erinnern, wie Gott uns und unser Volk Israel aus Ägypten befreit hatte. Gemeinsam saßen wir am Tisch, als Jesus das Brot in die Hand nahm, Gott dankte und es teilte. Nehmt und esst von diesem Brot, es ist das Brot des Lebens. Denkt an mich jedes Mal, wenn ihr es teilt in meinem Namen, dann werde ich mit meiner Liebe unter euch sein. Jesus gab dem Passafest, dem Brot und dem Wein eine neue Bedeutung. Er wusste genau, was kurz darauf geschehen würde. Feiert dieses Abendmahl zu meinem Gedächtnis, sagte Jesus. Feiert es und denkt daran, was ich für euch getan habe. Jesus wusste, dass er sterben musste, damit wir das Leben haben. Wir tranken aus dem Kelch. Alles war sehr still. Wir dachten darüber nach, was Jesus gesagt hatte. Dann sprach Jesus weiter. Ich werde ab jetzt nicht mehr das Passafest feiern, bis wir alle zusammen im Gottesreich feiern werden. Jetzt wurden wir noch trauriger. Wir hatten uns alle schon so sehr auf das nächste Jahr gefreut, wo wir wieder mit Jesus das Passafest feiern wollen. Aber Jesus würde nicht mehr dabei sein. Die Zeit war aufregend für uns. Wir spürten, dass irgendwas nicht stimmte. Aber immer wieder sprach Jesus davon, dass er sterben würde. Aber genau wusste niemand, was er damit meinte. Aber was er jetzt sagte,
Das betraf uns und das konnten wir nicht so stehen lassen. In dieser Nacht werdet ihr mich alle verlassen, sagte Jesus. Nein, sagte ich. Selbst wenn die anderen das tun, ich werde es nicht tun. Ich werde immer zu dir halten. Ich war mir da ganz sicher. Ich hatte schon so viel mit Jesus erlebt und ich wollte zu ihm halten. Aber Jesus kannte mich. Er kannte mich sogar besser, als ich mich selbst kannte. Petrus, ich sage dir jetzt etwas. In dieser Nacht, bevor der Hahn zum zweiten Mal kräht, wirst du dreimal gesagt haben, dass du mich nicht kennst. Du wirst mich dreimal verleugnen. Jesus kannte mich genau. Ich war fest davon überzeugt, dass ich immer zu Jesus halten würde. Niemals werde ich das tun, antwortete ich. Selbst wenn man mich ins Gefängnis wirft oder umbringt, trotzdem werde ich zu dir halten und dich nicht verleugnen. Wir auch nicht. Wir halten immer zu dir, versprachen auch alle anderen Jünger. Kurz darauf geschah das, wovor wir alle Angst hatten. Plötzlich wurde Jesus von Soldaten verhaftet. Wir bekamen Angst und flohen. Wir ließen Jesus allein, so wie Jesus es gesagt hatte. Jesus wusste das vorher. Er kannte uns genau. Und trotzdem hatte er uns als Jünger ausgesucht und liebte uns. Jesus wurde abgeführt. Ich kann Jesus doch jetzt nicht allein lassen, schoss es mir durch den Kopf. Ich muss zu ihm. Und so ging ich Jesus und den Soldaten hinterher. Aber ich blieb in sicherer Entfernung, damit mich niemand sehen konnte. Ich sah, wie Jesus in das Haus des Hohenpriesters gebracht wurde. Im Hof war ein Feuer. Dort waren einige Leute, Diener des Hohenpriesters und auch andere, die wissen wollten, was jetzt passieren würde. Ich schlich mich in den Hof und mischte mich unter die Leute. Das wärmende Feuer tat gut. Und hier konnte ich warten und so herausfinden, was mit Jesus passieren würde. Doch dann kam eine Magd auf mich zu. Sie schaute mich genau an. Ich wurde unruhig. Du warst doch auch mit Jesus unterwegs, sagte sie. Jetzt erschrak ich. Ganz viele Gedanken gingen mir durch den Kopf. Woher kannte sie mich denn? Was werden sie tun, wenn sie mich erkennen und wissen, dass ich zu Jesus gehören würde? Was ist, wenn auch sie mich gefangen nehmen? Ich versuchte ruhig zu bleiben, aber ich hatte große Angst. Ich weiß nicht, wovon du redest, sagte ich dann zu der Magd. Ich kenne Jesus nicht. Ich stand auf und ging vom Feuer weg. Ich hörte einen Hahn krähen, aber ich achtete gar nicht darauf. Jesus hatte gesagt, du wirst mich dreimal leugnen, mich zu kennen. Ich nahm mir vor, vorsichtiger zu sein, musste aufpassen, dass mich niemand erkannte. Doch kurz darauf sah ich wieder die Magd. Sie stand mit ein paar anderen Leuten zusammen. Schaut mal, sagte sie. Dieser Mann war auch mit Jesus unterwegs. So ein Quatsch, erwiderte ich. Ich kenne diesen Jesus gar nicht. Schon wieder hatte ich es getan. Schon wieder hatte ich Jesus verleugnet. Wieder verging eine Stunde. Ich wartete immer noch ungeduldig darauf, dass ich erfuhr, was mit Jesus geschah. Plötzlich traten Leute von hinten auf mich zu. Du bist doch auch einer von ihnen, sagten sie. Du redest genau wie Jesus. Du bist auch aus Galiläa, genau wie er. Ja, und ich habe dich vorhin im Garten mit Jesus gesehen, sagte noch einer von ihnen. Jetzt wusste ich mir nicht mehr zu helfen. Dieser Mann hatte mich also vor kurzem mit Jesus zusammen gesehen. Wenn sich das herumsprach, dann hatte ich Probleme. Was soll denn das? Warum erzählt ihr so etwas? Rief ich. Ich kenne diesen Menschen gar nicht. Ich gehöre nicht zu Jesus. Kaum hatte ich das gesagt, da hörte ich zum zweiten Mal den Hahn krähen. Plötzlich fiel mir ein, was Jesus gesagt hatte. Und in diesem Moment sah ich, dass Jesus von einigen Soldaten an mir vorbeigeführt wurde. Jesus sah mich an. Ich schaute schnell weg. Ich schämte mich. Was musste Jesus denn jetzt von mir denken? Ich hatte versagt. Ich hatte versprochen, immer zu Jesu zu halten. Und jetzt? Jetzt hatte ich dreimal gesagt, dass ich Jesus nicht kenne. Ich ging weg. Ich wollte allein sein.
Und ich weinte bitterlich wegen meines Verrats. Jesus war natürlich traurig darüber, dass wir ihn alle allein gelassen hatten. Aber er hatte es schon vorher gewusst. Jesus kannte seine Jünger und er kannte mich. Aber trotz allem liebte er uns. Und er hat uns vergeben. Jesus hat auch mir vergeben. Nach seinem Tod am Kreuz ist mir Jesus noch einmal erschienen und hat mir den Auftrag erteilt, seine Geschichte weiter zu verbreiten. Allzu gerne fügte ich mich der Bitte. Ich zog los und verkündete überall, was Jesus mir über den Glauben erzählt hatte. Später gründete ich die erste christliche Gemeinde und wurde der erste Bischof von Rom. Aber dies ist eine andere Geschichte. Morgen werdet ihr Rebekka kennenlernen. Sie erzählt euch die traurige Geschichte vom Karfreitag. Euer Petrus.